Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Professor Hans Koller nutzt seine Begabung, sich innerhalb der Musik auszudrücken, auf unvergleichbare Art. Sie lässt ihn mit den Menschen um sich herum in Einklang treten. So war Hans über die Musik hinaus in mehreren Institutionen und Vereinen viele Jahre lang als Obmann und Geschäftsführer für die Gemeinde und in der Öffentlichkeit tätig. Es ist ein Leben mit den Menschen und für die Musik. Wir sind einmal mehr auf der Suche nach den Pionieren und Visionären unseres Ennstales, unseres Bezirkes Liezen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der unsere Kultur, unsere Volkskultur, unsere Identität maßgeblich mitgeprägt hat. Der Musiker und Komponist Professor Johann Hans Koller. Hans, herzlichen Dank, dass du heute für uns Zeit hast. Natürlich beginnt man immer am Anfang. Hans, wie war dein Aufwachsen, deine Kindheit? Meine Kindheit war sehr schön. Ich bin am Assachberg in Eich-Assach geboren, 1955. Am Berg oben und bin dann 1957 da in Sülktal gekommen. Bin da aufgewachsen im Gasthof und landwirtschaftlichen Betrieb hier bei meinen Eltern und war eine sehr schöne Kindheit. War dir die Musik in die Wiege gelegt? Wie sehr hat das deine Kindheit schon begleitet? Ja, immer. Also von beiden Seiten, von der Mutterseite und vom Vater her, sind alle sehr musikalisch. Und das hat mich natürlich auch geprägt und so bin ich eigentlich als Musiker schon aufgewachsen, wenn man sagt. Du hast dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, du hast in der Militärmusikkapelle auch mitgespielt, innerhalb deiner Ausbildung. Wie sehr hat dich da die Musik schon begleitet? Ja, es war so, also von uns, von unserer Seite da, familiär und Umfeld im Sektor, da ist so eigentlich die Volksmusik maßgebend und damit bin ich auch aufgewachsen. Bin dann zur Militärmusik nach Graz gekommen und dann ist es erst richtig losgegangen, muss ich sagen. Und habe mich dann bei der Militärmusik natürlich musikalisch weitergebildet, nebenbei auf die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Und habe natürlich mein musikalisches Wissen erweitert. Du bildest auch aus? Du bildest auch deine Enkelkinder aus. Die jungen Leute, denen du die Musik näher bringst, auch in den Kapellen, du erlebst sie ja mit, immer wenn du bei Konzerten bist. Wie viel, glaubst du, bewirkt diese Musik im Zusammenhalt, im sozialen Leben bei diesen jungen Menschen durch die Musik? Die Musik ist ganz wichtig, auch in den Blaskapellen, das soziale Verhalten. Also das ist schon alleine das Zusammenspiel, das Zusammenhören, das Miteinander. Und das prägt die jungen Menschen. Also das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Was möchtest du im Leben noch erreichen? Ach, was möchte ich? Das ist ja noch gut. Also ich stecke mir da keine hohen Ziele mehr, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich werde weiterarbeiten und das wird sich dann zeigen, wie die Menschen reagieren, wenn ich wieder ein neues Stück schreibe. Und ich denke, vielleicht schreibe ich einmal ganz was Ernsteres dann. Einmal ein ernsteres Stück, aber das weiß ich jetzt noch nicht genau. Deine Tochter betreibt dein Tonstudio weiter. Du unterstützt sie aber? Ja, freilich. Also ich darf in Pension sein und darf natürlich nichts mehr verdienen. Aber ein Musiker geht in dem Sinne ja nicht in Pension. Also ich musiziere als Hobby noch weiter und unterstütze natürlich meine Tochter, die jetzt das Tonstudio übernommen hat, die den Musikverlag übernommen hat, meine Kompositionen, meine Produktionen weiterverkauft. Und so versuche ich halt, da ein bisschen das zu unterstützen. Hans, lässt sich das sagen, was war der größte Erfolg in deinem Leben, das dir am meisten im Herzen bleiben wird? Also mich hat es jedes Mal, wenn ich die Menschen begeistern konnte, ist ganz egal,
sei es bei der Unterhaltungsmusik oder bei der Blasmusik oder sonst irgendwie, war das für mich ein Erfolg. Natürlich große Erfolge wie bei der WM in Schladming, das war der erste große Erfolg. Auch 2013 habe ich die ganze Eröffnung musikalisch also geprägt, weil ich sie ja da komponiert habe dafür. Und auch einen Schladminger WM-Marsch noch geschrieben, der auch sehr bekannt geworden ist, wo ich genau weiß, dass ein paar tausend Orchester diesen spielen. Und ja, das waren so meine große, und natürlich die Ernennung zum Professor war mir eine große Ehre. Was war dein bestes Musikstück, wo du selber sagst, mit dem bin ich zufrieden? Ja, zufrieden soll man eigentlich nie sein. Man muss immer weiter streben und immer was Neues entwickeln, also innovativ, wie es heute schön heißt. Ich denke, das bin ich und ich werde mich bemühen, dass ich immer was Besseres herausbringe und immer was Besseres komponiere. Lieber Hans, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass wir mit dir sprechen durften. Ich vermute, dein bestes Stück wirst du immer morgen schreiben und wir hoffen, du hörst nie auf damit. Du hast unsere Kultur im Innstall, und ich erlaube mir das jetzt bewusst so zu sagen, maßgeblich mitgeprägt. Und wir freuen uns auf alles, was von dir noch kommen mag. Herzlichen Dank, lieber Professor Hans Kohler. Dankeschön. Danke.